In diesem Video geht es um die Lagebeziehung von Geraden. Und zwar soll man untersuchen, ob zwei Geraden parallel oder identisch sind. Insgesamt sind das drei Aufgaben, also es ist immer gerade G und gerade H, das gehört zusammen. Nächste Aufgabe gerade G und gerade H und so weiter. Probier das erstmal selber. Überleg dir, was sind die Bedingungen dafür, dass Geraden parallel oder identisch sind. Und dann prüfst du das einfach nach. Am Ende kannst du dann mit meiner Lösung vergleichen. Zunächst mal die Frage, welche Bedingungen muss denn erfüllt sein, dass Geraden parallel sind? Die müssen die gleiche Richtung haben. Und die Richtung in den Geradengleichungen gibt der Richtungsvektor an. 2, 4, 1 und 4, 8, 2. Jetzt ist also die Frage, zeigen diese beiden Richtungsvektoren in genau die gleiche Richtung? Und das untersucht man, indem man guckt, ob die ein Vielfaches voneinander sind. Und das sieht man auch sofort, die sind ein Vielfaches voneinander. 2, 4, 1 und 4, 8, 2. 4 ist das Doppelte von 2, 8 ist das Doppelte von 4 und 2 ist das Doppelte von 1. Man könnte also schreiben, 4, 2, 8 ist gleich 2 mal 2, 4, 1. Damit ist klar, die sind auf jeden Fall schon mal parallel. Aber sind die beiden auch identisch? Man kann das überprüfen, indem man guckt, ob ein Punkt der einen Gerade auf der anderen Gerade liegt. Denn wenn die parallel sind und ein Punkt liegt auf der anderen Geraden, dann müssen die identisch sein. Das geht gar nicht anders. Also wenn man die Gerade hier so drauflegt und ein Punkt ist identisch, dann sind alle Punkte identisch. Deshalb nimmt man jetzt einfach mal einen Punkt der einen Geraden, nehme einfach mal den Stützvektor, der ist auf jeden Fall ein Punkt auf dieser Geraden, und gucke, ob der auf der anderen Geraden drauf liegt. Also Punktprobe. Ich schreibe dafür diese Gerade in Komponentendarstellung. Das wäre 1 plus 2t, 2 plus 4t und 3 plus t. Da muss rauskommen dieser Punkt hier, 3, 6, 4, also 3, 6, 4. Zahlen alle auf die rechte Seite, dann steht da 2t gleich 2, 4t gleich 6 minus 2 ist 4 und t gleich 4 minus 3 ist 1. Das passt. T ist gleich 1. Damit liegt dieser Punkt 3, 6, 4 auch auf der Geraden g von x. Damit ist bewiesen, die sind beide identisch. Wir gucken auf die zweite Aufgabe. Wieder müssen wir erstmal überprüfen, ob die beiden Richtungsvektoren in die gleiche Richtung zeigen. Also 1, 3, 9 und ein Drittel 1, 3, das sieht man auch ziemlich schnell, die sind auch ein Vielfaches voneinander. Also 1, 3, 9 ist gleich 3 mal ein Drittel 1 und 3. Damit ist schon mal klar, die zeigen in die gleiche Richtung. Parallel sind sie auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir wieder einen Punkt von der einen Geraden und setzen den in die andere Gerade ein. Also diesen Punkt 6, 2, 0, gucken wir, ob der auch auf dieser Geraden g von x liegt. Also erstmal die Gerade g in Komponentendarstellung. Das wäre 0 plus 1s wäre s, dann 7 plus 3s und 3 plus 9s. Und da soll rauskommen 6, 2, 0. So, die Zahlen auf die rechte Seite. S gleich 6, dann 3s gleich minus 5. Und man sieht sofort, das wird nicht funktionieren. 9s ist gleich minus 3. Dann wäre s entweder 6 oder s wäre minus 1 Drittel. Oder s wäre minus 5 Drittel, also das ist auf jeden Fall nicht identisch. Dieser Punkt hier liegt auf jeden Fall nicht auf dieser Geraden. Letzte Aufgabe. Wir gucken, ob wieder die beiden Richtungsvektoren in die gleiche Richtung zeigen. Ich sehe gerade, da fehlt ein Parameter. Nehmen wir mal plus t mal, habe ich vergessen, also plus t mal minus 4, 3,50. Wir können das mal rechnerisch überprüfen, ob die ein Vielfaches voneinander sind.
Dazu schreibe ich das mal so auf. Minus 4t gleich 8. Minus 4 mal t gleich 8. 3,5t gleich 7. 3,5t gleich 7. Und 0 gleich 0 brauche ich nicht aufschreiben. Jetzt können wir das einmal auflösen. Das wäre dann t für die obere Zeile, wäre t gleich minus 2. Und für die andere Zeile wäre t gleich 2. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, die zeigen nicht in die gleiche Richtung. Die sind nicht parallel. Und wenn sie nicht parallel sind, sind sie natürlich auch nicht identisch. Damit ist die Aufgabe gelöst.